Beiwelt. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann ist tot. Der SPD-Politiker brach bei TV-Arbeiten mit dem ZDF zusammen und wurde am Abend ins Krankenhaus eingeliefert, wo er wenig später verstarb. Seit 2017 war Oppermann Bundestagsvizepräsident. Zuvor bekleidete er 4 Jahre lang das Amt des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag. Thomas Oppermann hinterlässt 4 Kinder und eine Lebensgefährtin. Er wurde 66 Jahre alt. Sprechen wir darüber. Lena Mosel steht vor der CDU-Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus. Lena, wie sind denn die ersten Reaktionen ausgefallen auf diesen plötzlichen Tod Oppermanns? Ja, dadurch, dass er so plötzlich kam, sehr bestürzt, aber auch teils wirklich emotional. Es gibt Reaktionen aus allen Parteien. Die Kanzlerin beispielsweise hat über ihren Regierungssprecher Steffen Seibert twittern lassen, dass sie eben sehr bestürzt und traurig sei, dass Thomas Oppermann immer ein fairer und verlässlicher sozialdemokratischer Partner gewesen sei, sich sehr verdient gemacht hätte, jetzt auch um das Parlament in turbulenten Zeiten in seiner Funktion als Bundestagsvizepräsident. Aber natürlich ganz viele Reaktionen auch aus der SPD. Vizekanzler Olaf Scholz, der sagt, wir alle verlieren hier einen Freund, einen kämpferischen Genossen. Es gibt von Hubertus Heil ähnliche Reaktionen, von Norbert Walter Borjans, aber auch aus der FDP. Konstantin Kuhle, der innenpolitische Sprecher, der wirklich auch sehr bestürzt gewirkt hat, auch sehr überrascht von diesem plötzlichen Tod und sagte, vor 2 Wochen, da standen wir doch nebeneinander noch bei einer Demonstration für die Menschenrechte in Belarus. Also große Fassungslosigkeit, natürlich auch sehr viel Anteilnahme, die ausgedrückt wird. Und eine sehr emotionale Reaktion, die gab es auch von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der gesagt hat, wir waren zeitgleich parlamentarische Geschäftsführer unserer jeweiligen Bundestagsfraktionen. Und aus diesem Gegeneinander von Regierung und Opposition wurde eine Freundschaft. Und da haben wir gemeinsam so manches geschafft. Du warst wirklich ein feiner Kerl. Das heißt wirklich sehr, sehr viel, ja, Trauer, Bestürzen, aber auch Anerkennung der Person Thomas Oppermann.